Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thielenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute als allererstes ein schönes Mützchen. Da sollte Coach draufstehen. Ich hoffe, dass ihr es lesen könnt. Das ist eine Geschenkung, eine Beschenkung. Und zwar von Eiswelle Häkelmütze. Oder Häkelmützen, keine Ahnung. Eins und beiden. Ein herzliches Dankeschön für dieses tolle Mützchen. Das ist ein Unikat. Das gibt es nur einmal auf dieser gesamten Welt. Und zwar Eiswelle Häkelmütze. Macht eure Unikat Häkelmütze. Geiles Teil. Könnt ihr gestalten lassen, so wie ihr es gern hättet. Ich habe es geschenkt bekommen. Warum? Weil ich es verdient habe. So, heute haben wir ein neues Thema. Und zwar das Thema ist Muskelkater. Ein Indiz für ein gutes und muskelaufbauendes Training. Punkt. Nein, das ist es nicht. Dass ein Anfänger im Training bzw. nach dem Training, 48 Stunden danach vor allem, einen Muskelkater haben kann, das ist völlig normal, das ist ganz normal, das ist nichts Außergewöhnliches, weil der Körper sich erstmal an diese gesamten Bewegungen anpassen muss. Muskelkater sind Mikrotraumen, Mikroverletzungen an den Muskelfasern. Ja, und ein Fortgeschrittener und ein gut Fortgeschrittener und ein leicht Fortgeschrittener, der schon einige Monate Training hinter sich hat, und er hat jedes Mal nach jeder Trainingseinheit Muskelkater, das heißt Aua, Schmerzen in den Beinen, Schmerzen in den Armen, Schmerzen in der Brust, so eine Bewegungseinschränkung, eine massive Bewegungseinschränkung am nächsten Tag nach dem Training. Da gebe ich einen ganz guten Tipp, dringend drüber nachdenken, ob das Training wirklich so sinnvoll war. Im Laufe der Zeit, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, kann man ein Muskelgefühl haben, das heißt am nächsten Tag ein Gespürmuskel, okay, den habe ich trainiert, der darf auch ein bisschen druckempfindlich sein. Wenn ich aber bewegungseingeschränkt bin, dann macht es keinen Sinn, sich darüber Gedanken machen, hat das Training Sinn gemacht oder kein? Es hatte keinen Sinn gemacht als Fortgeschrittener, man hat übertrieben. Man hat in der Regel auch technisch zum Teil miserabel trainiert, das heißt, dass man zum Beispiel die exzentrische Phase zu schnell ausgeführt hat, dass man die konzentrische, exzentrische Phase zu unkontrolliert ausgeführt hat. Das kann mal vorkommen, wenn man mal übermotiviert ist. Das heißt, auch einem vorgestellten Profi passiert es mal, wenn er mal übermotiviert ist, wenn er mal auf dem Superman-Heftchen geschlafen hat. Könnte sowas vorkommen. Aber wer laufend an Muskelkater klagt, wer laufend hier Muskelschmerzen hat, dass er sagt, naja, die Bewegung ist unangenehm, ich kann mich fast auf die Kloschüssel setzen, ich kann nicht richtig laufen, ich kann nicht die Treppen hoch und runter gehen. Der sollte sich ganz dringend Gedanken machen über seine Parameter, zwar Trainingstechnik und Bewegungsgeschwindigkeit im exzentrischen und konzentrischen Bewegungsbereich. Die häufigsten Verletzungen entstehen im exzentrischen Bewegungsablauf, weil der exzentrische Bewegungsablauf unkontrolliert ausgeführt wird. Das heißt einfach, batsch, das Ding fallen lassen, unten abbremsen und natürlich unten das 3- bis 4-fache Gewicht abbremsen und da entstehen eigentlich diese kleinen Mikrotraumen. Wer tatsächlich denkt, dass hier natürlich durch diese massiven Verletzungen der Muskulatur der Muskel noch größer wird, wenn man gesund trainiert, der ist leider auf dem falschen Weg. Das stimmt so nicht. Weil sonst könnte man eigentlich auch einen Hammer nehmen, sich auf den Muskel schlagen, bis er wehtut, bis er entzündet ist und dann sagen, naja, an der Stelle repariert er sich, dann wird er wohl größer werden, dicker werden. Das ist nicht der Fall. Genau aus diesen Gründen macht euch Gedanken, solltet ihr zu häufig Muskelkater haben als fortgeschritten, als leicht fortgeschritten nach ein paar Wochen Eintrainingszeit, als Profi sowieso, dann solltet ihr dringend euch Gedanken machen über die Trainingstechnik. So, wenn ihr natürlich mehrere Wochen oder auch mal ein paar Tage, 5, 6, 7 nach Pause gemacht habt und dann wieder einsteigt und dann über Muskelkater klagt, ist das auch zwangsläufig normal. Wer aber regelmäßig trainieren geht, ohne große Unterbrechungen, der sollte keinen größeren Muskelkater mehr haben. Punkt, Schluss, das war's. Andreas Thielenbacher, Personal Trainer Karlsruhe, deine Fitness und hoffentlich nicht dein Muskelkater, meine Aufgabe.